Moin Leute, heute ein relativ ernstes Thema, und zwar stehen bald die Bundestagswahlen an, und ich sag mal, wir als Community haben vielleicht relativ spezielle Interessen, was das angeht, also gerade was die private Energiewende angeht. Und mir persönlich fällt es unfassbar schwer zu sagen, welche Partei passt eigentlich im Moment so zu dem, was ich denke und was ich möchte halt, ja. Und das ist der Grund, warum dieses Video entstanden ist. Und ich möchte euch jetzt kurz erklären, warum und wie und was ihr hier zu tun habt und oder tun könnt einfach, und wie wir hier zusammen vielleicht auch was erreichen können. Der Hintergrund des Ganzen ist eigentlich relativ einfach. Wir haben aus der Wissenschaft ein sehr klares CO2-Ziel vorgegeben bekommen, also wirklich in Tonnen. Das dürfen wir hier in Deutschland verbrauchen. Bis 2030 ist das, glaube ich, vorgegeben. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt ein exakt klares CO2-Ziel. Das ist vorgegeben. Und aus diesem CO2-Ziel heraus ergibt sich, das hat, glaube ich, das DIW nachgerechnet, dass sich unser Stromverbrauch, also halt auch einfach durch die Elektromobilität und Wasserstoffpläne und so weiter, dass sich dadurch unser Stromverbrauch bis zum Jahre 2030 verdoppeln wird. Ja? Also das ist eine sehr, sehr krasse Geschichte, und das muss man total ernst nehmen. Und das Fraunhofer-Institut hat halt auch hier nachgerechnet, dass das in Photovoltaik, also nur den Punkt Photovoltaik, die Windkraftwerke lasse ich jetzt hier mal außen vor, auch da muss ausgebaut werden. Nur Photovoltaik muss im Jahr bis zum 2030, also jährlich, 10,5 bis 14,8 Gigawatt an Photovoltaik dazukommen. Ja, und wenn man jetzt überlegt, wir hatten bisher irgendwie, glaube ich, die 52 Gigawatt-Grenze, dann ist das echt eine Hausnummer. Also das dürfte uns als Land echt fordern, ja. Das Ding ist, viele Leute aus unserer Community, also wir sind ja, sage ich mal, so Leute, die DIY Solar, Akkus und private Energiewende irgendwie betreiben, die schreiben mir halt und schreiben mir halt von ihren krassen Erlebnissen mit der ganzen Bürokratie, mit den Netzbetreibern, also mit was weiß ich nicht für Behörden. Und die gehen teilweise so weit, dass Leute, die halt wirklich Anlagen, die schon stehen, funktionieren und auch von einem Elektriker für sicher befunden wurden, wieder abgebaut werden müssen. Ja? Viele dieser Leute, die mir schreiben, sind technisch wirklich extrem versiert. Also das sind keine dummen Leute, die da irgendwie am Werk sind. Die sind super idealistisch. Das sind Leute, die mit ihren eigenen Händen und teilweise auch wirklich einem kleinen Geldbeutel, also mit wenig Mitteln, viel erreichen wollen für die Nachhaltigkeit, für die Klimawende, und das für ihre Kinder eigentlich tun und dann wirklich bürokratisch total abgestraft werden, ja, was wehtut, ja. Und voll viele von denen, ja, die das machen, die wollen irgendwie für ihren eingespeisten Strom oft nicht mal Geld haben. Ja? Das sind ja oft nur Kleinstanlagen oder sowas. Und die wollen tatsächlich nicht mal irgendwie Geld oder Entschädigung dafür haben oder sowas. Also wo ich denke, okay, das ist echt total ein super Einsatz, und den muss man eigentlich unbedingt belohnen. Also da gibt es keinen einzigen Grund, warum man das nicht tun sollte. Viele Leute haben Inselanlagen, das heißt, das sind irgendwie Anlagen, die eigentlich praktisch gar nicht am Netz angekoppelt sind. Das heißt, ich versorge das ganze Haus über Akku oder über die Solaranlage direkt, und nur, wenn das nicht mehr ausreicht, dann switche ich aufs Netz. Aber es sind eigentlich zwei getrennte Systeme. Und auch das habe ich persönlich schon erlebt, das wird ziemlich abgestraft, was zum Beispiel Netzbetreiber und dieses Marktschaden-Datenregister angeht. Da gibt es teilweise nicht mal eine Option, sowas anzugeben. Also das ist halt wirklich krass. Man muss es aber. Es ist halt Pflicht. Und diese ganze Bürokratie ist halt einfach wirklich schlimm. Ja, ich möchte auch nicht alles schlecht reden. Also ich habe auch von Gegenbeispielen gehört, wo Netzbetreiber sich sehr gnädig gezeigt haben oder sehr großzügig auch teilweise, also da keinen Stress gemacht haben. Und genauso habe ich auch von Landkreisen gehört, wo halt auch Kleinanlagen, also so Stecker-Solaranlagen, Balkonsolaranlagen, sowas, auch wirklich gefördert wurden, also auch mit 100 € oder sowas bezuschusst wurden. Also sowas, der Hammer, da direkt Daumen hoch und 1000 Likes. Also ich finde es richtig cool, wer sowas macht, der hat direkt gewonnen bei mir. Also wie gesagt, die Leute, Hut ab, genauso finde ich, sollte es halt auch laufen. Jeder, der was zur Energiewende dabei also mitmachen möchte und auch was leisten möchte, sollte es tun können, egal wie viel er verdient, egal
Gut, technisch versiert, okay, zugegeben, da müsste man dann vielleicht gucken, aber auch da kann man sicherlich Hilfestellung geben und so eine Balkonsolaranlage aufzubauen, ist jetzt auch kein Hexenwerk, das können viele leisten. Okay, genug geschwafelt. Was biete ich euch an? Ich biete euch an, ich bin euer Sprachrohr und ich werde eure Fragen, eure Anregungen, eure Kommentare, was auch immer, im Namen der Community an Parteien und Politiker schicken. Was müsst ihr dafür tun, um damit aufzutauchen? Ihr müsst eigentlich nur irgendeinen Kommentar schreiben hier auf YouTube, schreibt rein, was ihr für Fragen habt, schreibt rein, was euch interessiert, was auch immer. Ich werde es versuchen weiterzuleiten, wenn es denn zum Thema passt und Sinn macht. Dann kriegt ihr vielleicht Antworten. Ja, ich denke, als Community hier mit ein paar tausend Abonnenten haben wir sicherlich ein relativ großes Gewicht und ich denke schon, dass wir ernst genommen werden und dass wir auch Antworten erhalten werden. Das wäre so meine Hoffnung, ja. Und das ist das, was ich euch anbiete, was ich für euch tun kann, ja. Und das bin ich auch gerne bereit zu tun. Und ich denke, das ist klar. Für mich bedeutet das natürlich auch viel Arbeit und so. Aber ich mache trotzdem gerne. Also wie gesagt, das mache ich halt gerne und bitte nehmt es wahr und versucht es halt, ja. Weil meckern kann jeder und es wird viel gemeckert, es wird immer gesagt, dies und das stört mich, aber tun tut keiner was, ja. Und hier habt ihr eine Chance, ihr müsst nicht mal viel dafür tun, ihr müsst nur einen Kommentar schreiben oder irgendwas im Forum dazu beitragen und ich werde es für euch machen. Also einfacher wird es nicht mehr, ja. Und ich bin sehr gespannt. Bedingung ist, es muss höflich und gut formuliert sein. Also irgendwelche Hassreden oder sonst irgendwas werde ich mit Sicherheit nicht aufnehmen. Sowas mache ich nicht. Wir wollen das irgendwie schon ernsthaft und vernünftig gestalten. Also das Ganze soll jetzt hier irgendwie, wie gesagt, eine Entscheidungshilfe für euch sein oder auch eine Möglichkeit, vielleicht auf Missstände hinzuweisen. Aber wie gesagt, in einer anständigen Art und Weise. Also wir möchten hier niemanden diskreditieren und auch niemanden irgendwie persönlich oder direkt angreifen. Also alles im Rahmen, finde ich, normaler Höflichkeitsregeln, das sollte halt schon gegeben sein. Genau, wie gesagt, lasst nicht meckern, lasst uns einfach mal anpacken und was machen und ich biete euch hier die Chance, also nehmt sie wahr und tut es. Ja. Die Antworten, die ich erhalten werde, ist klar, die werde ich natürlich komplett freigeben, die werdet ihr alle lesen können. Ich werde auch nochmal Folgen zu den einzelnen Antworten drehen, das versteht sich von selber, also da komplette Offenheit, keine Sorge. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like, ich freue mich. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt mir bitte warum, schreibt mir kurz einen Kommentar, darüber freue ich mich auch, ja oder auch nicht, aber es ist für mich hilfreicher, als wenn jemand einfach so einen Daumen runter gibt. Das ist halt ein bisschen schwierig, da weiß man nicht so recht, was man besser machen kann. Ja? Alles klar, dann. Ich hoffe auf viel Teilnahme und ich bin wahnsinnig gespannt auf die Antworten. Also macht's gut und lasst uns mal hoffen, dass irgendwas Cooles dabei rumkommt. Ich freue mich.